Wir haben das Jahr 2021 und wer anonym telefonieren möchte, hat da aktuell in Deutschland sehr wenige Möglichkeiten. In diesem Video zeige ich euch, was ihr beachten müsst, wenn ihr anonym telefonieren möchtet und welche Möglichkeiten es aktuell in Deutschland gibt. Es kommt natürlich genau darauf an, was ihr vorhabt. Ich zum Beispiel habe immer eine zweite SIM-Karte, die einfach nur Aktivierungs-SMS empfängt. Zum Beispiel möchte ja Amazon oder PayPal gerne mal die Mobilfunknummer haben. Teilweise wird das auch bei einer Anmeldung eines neuen Kontos erzwungen. Da ich diesen großen Silicon Valley-Firmen aber nicht jedes Mal meine Mobilfunknummer hinterherwerfen möchte, habe ich mir eine Prepaid-Karte vor vielen Jahren gekauft. Damals konnte man die noch ohne Video-Ident aktivieren in Deutschland und ich konnte die auf irgendeinen Namen online aktivieren. Dazu hatte ich schon mal ein Video gemacht, das ist aber mittlerweile in die Jahre gekommen und stimmt halt auch so nicht mehr, weil sich die Gesetzeslage geändert hat. Also zurück zum Thema, wie kann ich anonym telefonieren? Wer jetzt natürlich nur irgendwelche Aktivierungs-SMS empfangen möchte, der kann ja auch auf seinen Namen eine SIM-Karte ganz normal anmelden. Naja, ist dann halt etwas nicht anonym, aber immerhin hat man nicht seine echte Handynummer hergegeben, um irgendwelche Aktivierungs-SMS zu empfangen. Ganz elegant ist es natürlich, wenn man eine Prepaid-Karte bar kaufen kann und diese erst gar nicht aktivieren muss. Und tatsächlich, das geht. Und zwar im Späti eures Vertrauens. Ich weiß, nicht jeder lebt in Berlin und hat einen Späti, aber ihr findet bestimmt bei euch einen Copyshop, der ein Lebara-Logo auf der Scheibe kleben hat und dort bekommt man in der Regel voraktivierte Karten. Das soll jetzt keine Schleichwerbung für Lebara sein, denn tatsächlich habe ich mir eine Vodafone-Karte gekauft. Ich hatte gehofft, dass bei Vodafone die Tarife ein bisschen besser sind bei Kolya, beziehungsweise was ich noch mehr gehofft hatte, war, dass die Mindernutzung, also wenn man die SIM-Karte nicht benutzt, dass die Dauer dort länger ist. Da hatte ich mich vorher nicht informiert. Eigentlich wollte ich eine Lebara-Karte kaufen, habe dann aber im Shop gesehen, dass es dort auch voraktivierte Vodafone-Karten gibt und habe mich dann für die entschieden. In der Hoffnung, dass ich diese Karte ein Jahr lang auch ungenutzt lassen kann und die Nummer immer noch auf mich registriert bleibt. Das ist aber nicht der Fall. Ich muss bei Vodafone alle 90 Tage tätig werden und eine bestimmte Nummer anrufen. Ich glaube, entweder muss ich die nutzen oder aufladen oder wenn diese 90 Tage rum sind, kann ich die auch relativ unkompliziert, ja, wieder aktivieren und ich kann die Nummer weiter nutzen. Wie gesagt, ich benutze das ja nur, um Aktivierungs-SMS zu empfangen, mache also eigentlich nichts mit der SIM-Karte. Ich will nur die Nummer haben und darauf eben was empfangen. Deshalb war das für mich wichtig. Wer die Karte ohnehin nutzen möchte, für den ist das natürlich irrelevant. Auf der Verpackung der Vodafone Kolya-Karte stand drauf, dass das mit Video-Ident noch aktiviert werden muss. Das war aber tatsächlich nicht der Fall. Ich habe mir von dem netten Mitarbeiter einfach vorführen lassen, dass die Karte aktiviert war. Der konnte einfach die Karte reinschieben, die PIN eingeben und konnte einen Anruf tätigen. Perfekt. Welche Hürden und Probleme könnte ich denn jetzt haben, wenn ich anonym telefonieren möchte und wie funktioniert das Ganze mit der Voraktivierung? Mit der Voraktivierung, das kann ich nicht ganz genau sagen, was da der Hintergrund ist, aber meine Vermutung ist einfach, dass ja Firmen können sich ja in Deutschland erstmal ganz normal einfach einen Sack voll SIM-Karten bestellen für ihre Mitarbeiter, ohne dass jeder Mitarbeiter einzeln darauf registriert wird. Und ich vermute, dass diese Methodik einfach von Lebara oder von den Großhändlern von Lebara angewendet wird und diese voraktivierten SIM-Karten dann einfach an die Spätis verteilt werden. Und das kann man natürlich nicht nur mit Lebara machen, sondern mit Lycamobil und jetzt in meinem Fall auch mit einer Vodafone Kolya-Karte. Die werden einfach voraktiviert über Großhändler und dann an die Spätis abgegeben. Das wäre zumindest meine Vermutung. Damit ist das, ja, ich weiß nicht, wie legal das ist. Ich bin jetzt kein Jurist. Vielleicht seid ihr dann auch dafür verantwortlich, euren Namen oder euch zu registrieren für diese Karte. Aber Fakt ist erstmal, ihr könnt voraktivierte SIM-Karten aktuell in Deutschland kaufen. Ihr könnt die bar bezahlen. Damit ist diese Zahlung auch nicht mehr rückverfolgbar. Und das nächste ist ja, wenn ich diese Karten kaufe, muss ich bei der Aufladung auch darauf achten, dass ich das anonym mache. Wie mache ich das am schlausten? Naja, ich kaufe mir einfach Guthabenkarten und achte penibelst darauf, dass ich die bar bezahle. Und noch einen Tipp würde ich euch geben, wenn ihr die kauft, dann kombiniert damit keine anderen Einkäufe.
Ich bin mir nicht sicher, wie genau das alles zurückverfolgt werden kann, aber wenn ihr jetzt damit irgendwas vorhabt, wo dann auf einmal Ermittlungsbehörden anfangen, nach euch zu recherchieren, dann könnt ihr auch einfach alle Transaktionen durchgehen und vielleicht mal bei Rewe anfragen, was da gekauft wurde noch dazu. Und einfach, um das zu verhindern, diese so eine Art Profiling zu verhindern, würde ich sagen, wenn man so eine Guthabenkarte kauft, dann immer auf eine extra Rechnung, sodass es so aussieht, als wäre bei dieser Transaktion nur diese eine Guthabenkarte gekauft worden. Eine andere Geschichte, die beim anonymen Telefonieren auf jeden Fall zu beachten ist, ist die IMEI-Nummer eures Telefons. Wenn sich euer Telefon anmeldet am Funkmast, wird auch immer die IMEI-Nummer übertragen. Das ist sowas ähnliches wie die MAC-Adresse bei eurem PC, das ist also eine Hardware-Adresse. Jetzt gibt es zwei Methoden, sich trotzdem anonym zu verhalten. Die eine ist, ich kaufe mein Smartphone auch mit Bargeld, so kann also Transaktionen, also zum Beispiel eure Visa-Karte oder eure EC-Karte, nicht mit der IMEI-Nummer in Verbindung gebracht werden. Ich kann also zum Elektronikfachhändler meines Vertrauens gehen, kaufe mir dort ein Smartphone und zahle das bar. Damit ist es schon ziemlich schwierig, die IMEI-Nummer auf eine Person zuzuordnen. Eine andere Möglichkeit ist eine IMEI-Reparatur oder ein IMEI-Fix nennt sich das. Im Prinzip wird da die IMEI-Nummer einfach von einem Handy-Reparaturshop ja geändert auf eine andere Nummer. Ich weiß nicht, ob das legal ist, ich weiß auch nicht, wie gut das funktioniert und ich weiß auch nicht, ob das wirklich bei jedem Smartphone funktioniert und ob das jeder Reparaturladen anbietet. Aber auch das wäre eine Möglichkeit, die man in Betracht ziehen kann. Habe ich also mein Smartphone jetzt irgendwie im Internet gekauft und habe da meine Adresse hinterlassen, dann kann mir auch diese IMEI-Nummer zugeordnet werden. Also, nochmal zusammengefasst, wir müssen dafür sorgen, dass die SIM-Karte, die wir kaufen, nicht auf uns rückverfolgbar ist. Das kann ich tun, indem ich eine voraktivierte SIM-Karte kaufe und bar bezahle. Die zukünftigen Aufladungen auf der SIM-Karte, die sollten natürlich auch anonym passieren. Das heißt, ich kaufe auch mit Bargeld wiederum die Aufladekarten. Beim Handy muss ich dann wiederum darauf achten, dass die IMEI-Nummer nicht auf meine Person zurückverfolgbar ist. Manchmal kann man das bei Online-Händlern sehen, dass die IMEI-Nummer sogar auf der Rechnung mit draufsteht. Das wäre also relativ einfach zurückzuverfolgen. Jetzt mache ich noch einen kleinen Exkurs. Im europäischen Ausland gibt es ja gar keine Gesetze oder nicht in jedem Land Gesetze, das vorschreibt, dass eine Nummer eben registriert werden muss oder aktiviert werden muss mit Video-Ident-Verfahren. So ist das zum Beispiel auch in den Niederlanden. Dort habe ich mir eine Lebara-SIM-Karte für 2,99 € geholt und habe die in den Niederlanden noch direkt aktiviert. Aktivieren heißt in dem Fall einfach nur SIM-Karte ins Handy einstecken und ja irgendeinen Code anrufen oder so. Damit ist die aktiviert, da wird also werden keine Benutzerdaten abgefragt. Darauf ist dann auch schon ein Guthaben drauf und irgendwie 50 Megabyte oder sowas. Ist ganz nett, aber hat einen entscheidenden Nachteil. In Deutschland konnte ich damit keine Nummern anrufen. Der Support von Lebara hat mir dann gesagt, ja, das könnte ich dann erst, wenn ich einmal die Karte aufgeladen habe. Habe ich aber in den Niederlanden nicht gemacht und laut Support kann ich jetzt diese Guthabenkarten in Deutschland nicht verwenden, um eine niederländische Karte aufzuladen. Ich kann ja auch hier die Lebara Guthabenkarten kaufen, ja, und das würde jetzt nur online gehen und das geht dann halt eben nur mit PayPal oder Visa-Card und das ist dann schon wieder ein Problem bei der Anonymisierung. Also anonyme SIM-Karten im Ausland kaufen, kann vielleicht eine Alternative sein, wenn man weiß, was man tut. Ich hätte dann vielleicht schon mal aktivieren müssen mit so einem Guthabenkärtchen oder mir einfach ein paar Guthabenkärtchen auf Vorrat kaufen müssen. In Deutschland bekomme ich die angeblich nicht zu kaufen. Ja, ist also schon mal ein bisschen problematischer, als einfach im Späti eine SIM-Karte zu kaufen. Ich finde es recht witzig, dass es diesen Trick gibt, weil ich habe im Internet dazu erstmal nichts weiter gefunden. Der scheint auch relativ legal zu sein, denn Firmen können ja einfach diese SIM-Karten erstmal massenweise aktivieren. Wie ist denn eure Erfahrung mit anonymen SIM-Karten? Es gibt ja Online-Händler, habt ihr da mal eine gekauft oder habt ihr mal im Ausland eine SIM-Karte gekauft? Mich würde mal eure Erfahrung interessieren. Das Thema scheint mir etwas unterberichtet zu sein oder man findet einfach nicht viele Informationen dazu. Wenn euch das Video weitergeholfen hat, dann freue ich mich natürlich jetzt über ein Abo dieses Kanals.